So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Assassin's Creed Chronicles China. Ja, wir sind ja wieder dabei, uns durchzufailen. Im Moment. Und ich glaube, es war gerade nicht so gut. Mit dem, was ich vorhatte, mich hier durchzusneaken. Es ist nicht alle Tage Abend, wie das Sprichwort auch immer heißt. Aber ich habe gesehen, wir können hier uns... Oh Gott. Da fängt es schon an. Gucken wir da dahin, wo sie gar nicht hingucken sollen. Da kann man doch an der Decke sich rumhangeln. Ich will dieses Gimmick haben. Kann ich dich dann nicht? Boah, ist das ekelhaft. Da kann ich mich nicht an der Decke rumhangeln. Das geht doch nicht. Jetzt habe ich mir schon so einen Plan ausgetüftelt, so einen Masterplan. Mich dadurch an der Decke da rum zu sneaken. Aber nein, es geht nicht. Jetzt bin ich wieder hier. Ich glaub's nicht. Ach, tatsächlich. Moment, warte, nee, da war kein Gimmick mehr, ich wollte schon sagen, ja. So, wie kommen wir jetzt am besten da nach hinten? Hier gibt es nichts, wo man sich verstecken kann. Eigentlich kann man sich doch da hangeln. Wir müssen den aus dem Weg räumen. Ich kann mich auch nicht da lang hangeln. Verreckt er. Aber jetzt. Oh Mann, es gestaltet sich oft schwieriger als gedacht, Leute. Was ist hier? Da oben ist doch der Informant. Oder etwa nicht? Ist kein Informant da oben? Muss ich ja nicht hin? Oder ist er nur einfach eine Truhe? Doch, ich gehe mal da nach oben. Na, wart, Freundchen, dich ziehe ich aus dem Fenster raus. Doch, das war ein Informant. Waren wir doch richtig. Da wäre sogar noch ein Vögelchen gewesen, das ich nicht bemerkt hätte. Was geht denn hier ab? Mein Kater ist richtig am Rumschnarchen, ey. Ich hoffe, das hat man nicht in der Aufnahme. Ah, wieder nur Bronze. Wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal hier lang. Ich glaube, hier müssen wir aber lang. Gehen wir nochmal den anderen Weg. Boah, ey, Mädchen. Ich glaube,
当然是刺客，要是他们回来了，难道不会攻击这座要塞吗？ Ich kann da nicht weiter nach rechts gucken. Ich warte einfach nochmal, bis er da aus seiner Richtung ändert. Der gepanzerte Bruder. Genau so wünsche ich es mir. Er dürfte uns eigentlich nichts nicht sehen. Ey, 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 was ist jetzt los? Die Kamera. Also wenn das nicht mit einem Gimmick belohnt wird, ne, dann weiß ich auch nicht, Freunde. Ein Weg über die schwimmenden Pontons finden. Diese Boote heißen Pontons, okay. Das wusste ich auch nicht. Ich weiß aber immer nicht, das sind zwei Wege. Ist ein bisschen verwirrend gerade. Ich muss doch auch noch aufs andere Schiff bestimmt noch. So, die Wache guckt ständig nach hinten. Was machst du denn? Ah, meine Fresse, ey. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Ja, es hat leider eine kleine Aufnahmestörung gegeben, sodass ich das ganze Aufnahmeprogramm nochmal neu starten musste. Aber jetzt sind wir wieder hier und ich hoffe, dass diesmal alles klappt. Und da hinten im Hintergrund sehe ich auch gerade noch ein Gimmick. Das holen wir uns auf jeden Fall noch. Unter uns ist auch sogar noch eins. Ach, Tatsache, ist das so. Ein schwerer Armbrustschütze. Komm, dreh dich um. Jetzt kommt der. Komm runter. Gut. Hey, Ni. Der, in dem Moment muss er natürlich nach unten gucken. Das war knapp. Das ist schon groß hier. Es war nicht, frei begehbar alles, aber ist doch nicht so linear, wie ich mir es vorgestellt habe. Weil wie es bisher den Anschein hatte. Oh Gott, die Kamera. Bin ich schon. Ich glaube, das ist auch noch jetzt nur ein Armbrustschütze. Komm, schnell. A little distraction could help me here. Wie geht's? 报上名来。
Gott, ey. Komm. Schon wenigstens ohne Schaden zu nehmen. Eine kleine Ablenkung könnte für Hilfe sorgen. Toll. Schöner Ratschlag. Okay. Ich hab den ganzen Weg wieder zurück, oder wie? Ah, okay. War das die Brücke? Nein, deine Oma war das. Natürlich war das die Brücke. Idiot, ey, was soll es denn sonst gewesen sein? Ach. Ach kommt, Leute, es kann doch nicht wahr sein, ey. Warte mal, da unten war doch was. Konnte man lang. Ganz stark. Okay. Schnell nach oben mit dir. Oh je, habe ich das schlecht abgeschlossen. Wo bin ich hier denn jetzt? Ach, ernsthaft? Ich habe gedacht, das wäre nur so ein Nebenziel. Ach Mist. Da wollte ich die drei Typen noch umbringen. Mit Shen Biao hängen. Ach, Yuki, jetzt können wir da unter diesen Balken da hochklettern. Zu wissen, naja. I am the blade in the shadows. My prey is you, Daeyong. I shall walk into darkness and strike swiftly. No one will stop me in my hunt. Ich sollte vielleicht mehr die Karte benutzen. Der Sklaventreiber, 15 oder 26 Makao. Schaut schon, die sich jetzt in Yu Daeyongs Festung befinden, muss sich nach oben durchschlagen und auf der Suche nach ihrem nächsten Ziel einen Weg, um die Festung herum zu finden. So, Yu Daeyongs persönliche Sklaven befreien. Okay, ich bin ready. Sehr geil. Komme ich da auf der Seite hoch? Nee. Wäre auch zu einfach gewesen. Der guckt 100 Pro gleich nach oben. Ich bin nicht da. Gimmick. Kommt hier runter eigentlich. Ah, kommt. Ich nehme es mit euch allen auf. Notfalls. Oh. Herrlich, Timo. Och, komm, ey.
Da denkt man, sie guckt dann länger in eine Richtung und dann macht sie es doch nicht. Wie komme ich denn da runter? Okay, ich habe noch Lärmpfeile. Ach klar, natürlich hast du mich ja gesehen, ne? Na komm, den schalten wir aus. Ich kann jetzt gerade nicht unten drunter durchklettern. Hier haben wir auf jeden Fall eine Schriftrolle. So, kurzer Blick auf die Karte. Hier sind wir. Da unten ist auf jeden Fall so ein Ziel. Das war der, wo wir gesehen haben. Ganz unten links ist sogar noch so eine Scherbe. Okay. Ganz unten links, das heißt der ganze Weg zurück. Ach komm, was machen wir? So aber nicht. Wie langsam die ist, mein Gott. Das habe ich ja schon wieder glamourös beendet hier. Das war aber besser. Das war besser so. Jetzt bin ich auch trotzdem wieder hier. Ach Mann, verdammt. Naja, Leute, ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Ich danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und meine Unfähigkeit teil geworden seid. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Gell? Ciao.